So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst schon, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen auch direkt rein. Denkt dran, wenn ihr hier diesen Skin haben wollt, ihr müsst ihn sich euch ziemlich zügig kaufen, denn das Problem ist, er wird nicht mehr lange im Shop sein. Ich will es nur noch mal sagen, bevor ich es gleich vergesse. Aber heute gibt es im Shop sowieso ein neues Emote, ein neues Skin. Aber wir gucken jetzt einfach mal selber rein. Und dann gehen wir direkt auch mal hoch, denn das hier ist der neue Skin. Das ist der liebe Kelsier. Ist ein bisschen am Rumschweben. Einmal mit Maske, einmal ohne. Dann haben wir das Rückenaccessoire. Ich weiß nicht, ob die Fackeln. Ne, da steht es nicht. Aber in meinen Augen sind das Fackeln. Aber ich glaube, die sind nicht reaktiv, weil ich. Ganz ehrlich, ich würde mir da wünschen, bei jedem Kill, dass die Flammen da oben rauskommen. Also, dass für jeden Kill eine Flamme angeht. So, dann haben wir hier die Pickaxe. Das hat eine Besonderheit, nämlich die werden aus dem. Ich weiß nicht, warte mal. Die müssten eigentlich aus der Schwertscheide rausgezogen werden. Und die Schwertscheide hat er hier halt am Oberschenkel. Also, eine Schwertscheide ist halt da, wo das Schwert drin steckt. Beziehungsweise hier in dem Fall der Dolch. So, dazu kriegen wir noch den Ladebildschirm, das Ganze halt für 1600 V-Bucks. Das Problem ist, was ich mir halt denke, der Skin ist ein Tick zu breit. Und ich denke halt immer dran, wie sieht es aus, wenn wir den im Spiel spielen und dann sehen wir den halt nur noch so. Dann siehst du eigentlich nur einen schwarzen Umhang. Und den Umhang kannst du halt nicht entfernen, weil der Umhang kein Rückenaccessoire ist, sondern halt zum Skin selbst gehört. Von daher, von vorne super nice der Skin, aber. Ich glaube, im Spiel wirst du nicht viel Spaß mit dem haben. Glaube ich einfach mal. Wir gucken einfach mal. Na, mal gucken. So, dann haben wir noch das neue Emote Socks. Ja, ihr wisst, Copyright. Dann haben wir Money wieder zurück. Ding, ding, ding. Grüße gehen raus an Zampal. Das weiß ich nämlich. Der ist nämlich von ihm. Immer noch ein schöner Skin. Natürlich mit mehreren Varianten. Dann das Scharlach-Sei-Set. Das sind zwei Pickaxe, oder? Ne, doch. Eine Pickaxe, die quasi als Pickaxe benutzt werden kann, logischerweise. Und einmal als Rückenaccessoire. Sieht auch nice aus. Gut, ob das einem jetzt 600 V-Bucks ist, muss man, wert ist, muss man natürlich selber entscheiden. Aber sieht schon nice. Würde, glaube ich, auch sogar zum neuen Skin passen. So, dann haben wir Asmodeus dabei. Glaube, der war lange nicht mehr im Shop. Bin mir jetzt nicht sicher, weil der Skin sagt mir nämlich gerade so auf Anhieb fast nix. Und das Rückenaccessoire auch nicht. Ich glaube, der war lange nicht mehr drin. Dann haben wir Callisto mit drin. Ach, das ist der verrückte Skin. Dann ist Doppelschläger wieder zurück. Das heißt wieder zurück, aber die kommen mir eher bekannt vor. Ja, das habe ich nicht vergessen. Also ich weiß nicht, sowas als Gleiter. Naja. So, dann haben wir das Seeker-Paket wieder zurück. Das war doch erst vor kurzem so lang drin. Ist einmal der Skin, einmal das Rückenaccessoire, dann die Pickaxe und noch der Kleider dazu. Für 2100 V-Bucks, alle vier Sachen, geht auf jeden Fall, ist ein guter Preis, weil allein der Kleider kostet schon 1,5. Also, wenn man noch da drauf steht, dann gönnt euch. Und denkt ihr euch dran, wenn ihr euch was gönnt, gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack, aber tragt sowieso immer einen Creator-Code, eigentlich nur meinen, sondern ihr könnt natürlich auch andere eintragen. Dann hatte ich ja eben erwähnt, der Skin hier, er ist exklusiv, er wird danach nicht wiederkommen. Stand jetzt. Ein theoretisch kann Fortnite machen, was sie wollen, und dann ist der Skin wieder da. Aber wenn ihr ihn haben wollt, holt ihn euch lieber direkt. So, dann ist die Expertin wieder zurück. Dann haben wir noch den Beast-Piloten. Ja, die Beast-Piloten, die mag ich nicht so. Dann Salto-Tastisch. Dann haben wir Pork-Knife. Auch, ich weiß, habe ich damals, glaube ich, schon gesagt. Besteck als. Nee, nee. Braucht kein Mensch. Und dann aufheulen. Dann haben wir noch Royal Muckis. So, das war der Champion. Dann haben wir halt von gestern das Zuki-Paket noch drin. Dann die ganze Basketball-Geschichte ist halt komplett noch vorhanden. Auch die Spin-Pakete.
Und auch Beast Boy ist ebenfalls noch zurück, genauso wie Batman, Catwoman. Dann Horizon Zero Paket ist auch noch da. Dann ist noch das Doppelagenten-Paket ebenfalls noch da und natürlich letzter Lacher-Paket. Aber ich denke mal, die Sachen wissen wir inzwischen in- und auswendig, wie die aussehen. Und dann würde ich sagen, gucken wir bei Rette die Welt. Da kann ich euch klipp und klar sagen, heute gibt es in Anführungszeichen nur die Tagesaufgabe, bedeutet also 50 V-Bucks. Mehr gibt es da leider heute nicht zu holen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Freitag und haut rein.